Guten Abend und herzlich willkommen zum Solo-Talk. Bei mir ist heute Christoph Vögele zu Gast. Er ist Konservator des Kunstmuseums in Solothurn. Guten Abend, Herr Vögele. Guten Abend, Herr Reis. Herr Vögele, was bedeutet Ihnen Solothurn? Solothurn ist mittlerweile meine Heimat, obwohl es nicht so könnte tönen. Aus meinem Maul, ich Thurgauer immer noch. Aber ich bin seit Ende 1997 in dieser Stadt. Das ist mein Wohnort, das ist vor allem auch mein Arbeitsort, wo ich darf auch wirken und arbeiten. Aber es ist auch der Ort, wo ich lebe, wo ich kann geniessen, wo ich entspannen kann. Auf der Aare, im Jura, in einer guten Beiz in Solothurn. Es ist aber auch sozusagen eine Basis. Ich bin sehr viel unterwegs und mache so mit dem Namen Vögele alle Ehre. Also ich schwirre ein und aus. Es bringt es beruflich, aber auch privat mit sich, dass ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Sie sind Konservator. Was kann man sich unter dem Beruf eigentlich vorstellen? Ja, Konservator ist ein altmodisches Wort und man könnte sagen, ich sage Direktor. Aber Konservator gefällt mir viel besser. Es hat, kommt von Konservare natürlich, man tut etwas pflegen, also nicht nur aufbewahren und einmotten sozusagen, sondern auch die Sachen schauen. Und das ist etwas, was ich gerne mache, sorgfältig mit Sachen, hoffentlich auch mit Menschen, mit Gütern umgehen. Das, ich finde das ein schönes Wort, aber es ist nichts anderes als der, der die Leitung hat vom Haus. Aber sie ist vor allem ein wichtiges Teamwork. Ich bin einfach der, wo jetzt die Leitung hat, aber es ist sehr viel, wo Hand in Hand geschaffen wird. Was bedeutet Kunst an sich für Solothurn? Ich finde, Solothurn ist ein ganz wichtiges Kulturzentrum an sich, also nicht nur bildende Kunst, obwohl sie auch Galerien hat in unserer Stadt. Es gibt das Künstlerhaus SLF, es gibt ganz viele engagierte Leute bereits in der bildenden Kunst. Erstaunlich eigentlich für eine kleine Stadt wie Solothurn. Aber daneben gibt es eben ja noch den Film und es gibt Literatur und es gibt Musik. Es ist ein unwahrscheinliches Angebot, wo man manchmal sogar fast ein bisschen das Nachsehen hat. Die Leute wissen recht, wohin sie sollen, weil sie so viel zu bieten hat, die Stadt. Was ich persönlich ganz lässig finde, ist, dass es auch die ganz grossen Festivals gibt. Wir versuchen natürlich auch mit sogenannten grossen Kisten, auch mitzunehmen, mit grossen Ausstellungen heisst das, wo dann eben sozusagen sich die städtische Bevölkerung mit der halben Schweiz kann treffen, auch über die Sprachgrenzen aus. Das finde ich etwas ganz besonders Anregendes in Solothurn, dass eben Solothurn relativ nahe ist auch zu der französischen Schweiz. Was ist das Besondere am Kunstmuseum in Solothurn? Also was unterscheidet es von anderen? Es hat eine wahnsinnig schöne Sammlung. Ich bin natürlich ein bisschen stolz auf das. Es ist nicht meine Sammlung natürlich, sondern es ist die Sammlung von der Stadt Solothurn. Es hat eine Reihe auch von Durchleihgaben, zum Beispiel der Kunstverein Solothurn hat seine Sammlung auch bei uns im Haus. Aber viele Schätze kommen auch durch Stiftungen. Wir haben wirklich die ganz, ganz grossen Maler. Wie Holbein, wie Van Gogh, wie Matisse, wie Picasso. Ganz grosse Hodler-Sammlung. Noch viele grössere Amiet-Sammlung, wie der Kuno Amiet ist in dieser Stadt Solothurn geboren. Es hat ganz spezifische Felder. Und dann gibt es natürlich neben der Sammlung auch ein Ausstellungsprogramm. Und dort versuchen wir natürlich auch, uns für etwas bekannt zu machen. Also, wenn man in die Metzgerei geht, erwartet man Würst und wenn man in die Bäckerei geht, erwartet man Brot. Und so muss eben auch das Kunstmuseum schauen, wofür es sich eigentlich profiliert. Bei uns sind es unter anderem grosse Überblicksausstellungen zu Schweizer Kunst. Das ist ausgesprochen, ein Haus für Schweizer Kunst. Wir machen daneben aber auch noch Gruppenausstellungen, wie jetzt die nächste, das doppelte Bild, wo auch internationale Maler dazukommen, um sozusagen Schweizerische auch im Kontext vom Internationalen zu zeigen. Zum doppelten Bild kommen wir nachher noch erstmal ein bisschen zu Ihrem Lebenslauf. Sie haben eine Ausbildung als Primarlehrer gemacht. Wie schafft man es vom Primarlehrer zum Kunstmuseumsdirektor zu gelangen? Das ist ein relativ ein krauser Weg. Mir hat mal einen jungen Kunsthistoriker gefragt, wie man den Kunstmuseumsdirektor führt. Und hat gesagt, das nimmt man sich am besten gar nicht vor. Also an meiner Wegen ist sicher nicht gesungen worden, dass ich einmal Museumsdirektor werde. Vor allem nicht von so einem tollen Haus in Solothurn.
bei mir war sicher immer ganz ein grosses Interesse für das Visuelle. Aber wegen dem wird man nicht Primarlehrer. Daneben habe ich ein grosses Interesse für Vermittlung. Ich habe gerne Leute. Ich erzähle gerne über Sachen, die mich begeistern. Also ich bin schon auch ein klassischer Vermittler. Vielleicht auch sogar noch ein Coach, weil als guter Lehrer sollte man auch den Leuten ein bisschen schauen, sie fördern. Das sind jetzt halt eher auch Kunstschaffende, auch junge Kunstschaffende, die mich ein bisschen schauen. Auch später, der Journalismus war eine vermittelnde Tätigkeit gewesen. Also es geht ja dann eigentlich weiter vom Lehrer zum Journalist und am Schluss dann eben zum Museumsmann. Also eigentlich mal alles ausprobiert, wenn man das so sagen kann. Ja, das ist relativ barock. Wobei, ich würde es, gut, im Zurückschauen findet man dann immer den Filo aus. Aber es ist tatsächlich immer, wie ich vorher gesagt habe, es ist eine vermittelnde Tätigkeit, von etwas begeistert sein und das unbedingt mitbringen wollen. Das heisst, ich glaube, so dass Begeisterung für etwas habe ich auch als Journalist gehabt. Dort bin ich allerdings bereits im Kunstbereich gewesen. Also vom Primarlehrer ist es nachher ins Studium gegangen. Da habe ich meine zwei Lieblingssachen studiert, einmal eben Literatur, ich habe wahnsinnig gern gelesen, und dann Kunstgeschichte. Unter anderem eben auch in Paris und New York. Paris und Upstate New York, genau. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich lese wahnsinnig viel, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an den Plot erinnern. Hingegen, wenn ich ein tolles Bild sehe, ist es absolut gespeichert. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht gut, Christoph, wenn du auf die Bildebene gehst. Das war dann allerdings auch sicher ein Entscheid gewesen, eher für einen schwieriger Lebensweg. Ich habe ursprünglich ja vom Lehrerberuf angefangen, habe eigentlich vor, auch Gymnasiallehrer zu werden. Ein sicher spannender Beruf, ich war sehr, sehr gerne Lehrer gewesen, übrigens. Aber irgendwann gemerkt, dass das Herz doch viel mehr für Kunst schlägt und bin dann über das Vermitteln eben zum Schreiben gekommen. Und dann habe ich ausschließlich über bildende Kunst geschrieben. Habe das gemacht, was Sie jetzt machen, habe ein Interview gemacht mit zum Teil spannenden internationalen Künstlern. Vor allem auch viel Interview gemacht mit amerikanischen Künstlern, weil ich ja eben eine Zeit lang auch in Amerika gelebt habe. Sie sind jetzt seit 15 Jahren Konservator im Kunstmuseum Solothurn. Wie hat sich das Museum mit der Zeit verändert? Auf der einen Seite ist es hoffentlich treu geblieben. Ich finde beides wichtig. Also die Spannung zu behalten, sich neue Felder zu wenden, aber auch sozusagen eben den viel Rouge in der Hand zu haben. Ich hatte das Glück, einen Vorgänger zu haben, der ganz fantastische Arbeit gemacht hat, die ich wieder daran anbinden konnte, aber dann eher auch versuchen, das auf dem Niveau weiterzuhalten. Der André Kamper hat mit grosser Leidenschaft Schweizer Kunst bereits gezeigt, auch grosse Generationsgenossen von seiner Generation. Und ich habe eigentlich versucht, mit meiner eigenen Generation weiterzumachen. Man sagt, dass man immer die eigene Generation am besten verstünde. Und ich glaube, dass das irgendwo stimmt. Wie viele Kunstschaffende nicht zuletzt an ihren Erinnerungen, an ihren Kindheitserinnerungen anknüpfen. Und da hat man auch so eine pauschale Erinnerung. Fernsehsendungen oder irgendwelche Events, wo sich alle einfach daran erinnern und aus dem wie in einer Quelle schöpfen. Dann habe ich sicher ein paar Leidenschaften entwickelt, die ich vielleicht auch neu hineinbringen konnte. Ich habe sehr gerne Videokunst. Das Leuchten, das Strahlen von Videoart gefällt mir gut. Ich habe auch eine grosse Hinwendung dann zu ganz feinen Sachen, zum Beispiel zu der Zeichnung. Also die Leidenschaften vom Konservator spiegeln sich immer im Museum wieder. Ich hoffe es eigentlich. Also natürlich versucht man auch, wie man eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt, auch breitere Gebiete und Bevölkerungsschichten und auch vor allem Künstlerschaft gerecht zu werden. Das heisst, bei der Vermittlung der regionalen Vertreter würde ich mich nicht wollen auf den Stil oder auf eine persönliche Leidenschaft kaprizieren, aber es schlägt schon immer ein bisschen meinen Herzschlag mit, dass ich glaube schon, oder hoffe es, dass es eine Handschrift hat, das Programm, dass man eben, wie ich gesagt habe, eben Würste in der Metzgerei findet, dass man vielleicht doch etwas findet in Solothurn, wo andere nicht machen. Das sind eher die ein bisschen feineren Sachen, die nachdenklicheren Sachen, aber hoffentlich immer mit, auch doch ein bisschen mit Humor, mit einer gewissen Leichtigkeit. Aber ich bin schon interessiert auch an gesellschaftlichen Überlegungen.
Kommen wir zu einem spannenden Thema. Vor kurzem konnte man in der Zeitung lesen, dass es zu wenig Platz hat, dass es im Depot keinen Platz hat. Jetzt muss ich schnell nachlesen. Es geht um einen Kulturgüterschutzraum. Genau, richtig gesagt. Können Sie das kurz erklären? Ursprünglich ist ein Kulturgüterschutzraum, heisst am Schluss, etwas, wo zur Sicherheit dient. Es ist eigentlich der Raum, der Bunker, wo man baut, zum Evakuieren in Not- und Kriegsfall. Jetzt kann man sagen, Krieg ist weit weg, hoffentlich, bei den Naturkatastrophen schon schwieriger. Aber eigentlich jeder Bürger, der ein eigenes Haus hat, muss für Schutzräume sorgen. Und wenn ein Haus, wie das Kunstmuseum Solothurn, dermaßen wertvolle Sachen hat, wie also oben abgezählt, Picasso, Prag, Klimt haben wir auch, dann muss es für die Sachen anschauen. Ich würde aber jetzt nicht auch so parteiisch sein, dass man nur die Sachen schützt, die 10 Millionen Franken wert hat, sondern eben auch die zeitgenössischen Sachen sollen ja nicht kaputt gehen. Also es ist gar nicht eher so ein Platzproblem? Doch, durchaus. Das heisst, ein Schutzraum dient in fast allen Museen zwei Zwecken. Auf der einen Seite tatsächlich den Raum bereit zu halten, zu evakuieren im Kriegsfall im Notfall. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Depot. Das heisst, fast alle Museen, da gehört Solothurn dazu, die können vielleicht den Zettel für ihren Schätzer zeigen, weil ihr Platz beschränkt ist. Unser Haus ist über 100 Jahre alt. Und obwohl wir das Naturmuseum und das Historische Museum auszuchen sind, die anderen Häuser, ist es eigentlich gleich groß geblieben. Aber die Sammlung wächst und wächst und wächst und wächst. Und das ist nicht etwa ungewöhnlich, weil jede Generation soll ja wieder seine Generation sammeln. Das ist wie ein Generationsvertrag, wo jeder wieder muss für seine Generation schauen und es dann weitergeben, dass keine Lücken entstehen. Und indem man auch sehr gewissenhaft weitersammelt, auch von örtlicher Kunst, hat man immer weniger Platz. Das heisst, man muss ganz automatisch den Depotplatz erweitern und ich klammere natürlich eigentlich auch die Ausstellungsfläche, aber das ist in einer finanziell schwierige Zeit, mal vorher ist kein Thema. Aber wenigstens muss man weiter sammeln können. Wenn man nicht mehr sammelt, hat man eigentlich einen der wichtigsten Gründe für ein Museum verloren. Und darum bin ich wahnsinnig froh, dass jetzt ganz kurz durch den Gemeinderat wirklich einstimmig von links bis rechts die ganze politische Bandbreite Ja gesagt hat, zum Teil mit Begeisterung, zum Teil ein bisschen Zähneknirschen. Das ist auch für mich persönlich ein wunderbares Feedback, dass man Kunst und Sammeln ernst nimmt und mit dem will weitermachen. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass dann, wenn es zur Abstimmung darf kommen, es gibt ja noch die Gemeindeversammlung, dass dann möglichst viele können Ja sagen, dass wir weitermachen können. Kommen wir ein bisschen zu dem Zähneknirschen. Der ganze Spaß soll 6,7 Millionen Franken kosten. Warum ist das so teuer? Es ist natürlich ein Schutzraum, es ist ein unterirdischer Raum. Ich bin persönlich kein Bauspezialist, obwohl man es langsam könnte werden, nach all diesen vielen Sitzungen. Es ist allgemein sehr teuer, es ist ein Bunker. Es soll die Sicherheit bieten und dementsprechend sind die Baukosten hoch. Es gibt glücklicherweise Vorfinanzierungen und was ich ganz besonders schön finde, was wir auch dürfen sagen, ist, dass das Bundesamt für Zivilschutz, also die Eidgenossenschaft, einen ganz erheblichen Betrag gezahlt hat, weil eben das Kunstmuseum Solothurn ein Museum von nationaler Bedeutung ist. Also beim Fußballclub sagt man, das ist ein Anliegerclub und das, wir sind ein Anliegermuseum, auch vor allem wegen der Sammlung und darum ist Bern bereit, uns zu zahlen. Da hat es natürlich einen Haken dran, dass man in einer bestimmten Zeitspanne muss bauen, sonst verfällt das Geld und das wäre sicher nochmal ein Anreiz, dass man den sehr, sehr grossen Betrag nicht einfach jetzt links liegen lässt, sondern ihn dazu lüpft und nochmal etwas dazu legt und dann wieder sicher für ein bis hoffentlich zwei Generationen ausgesorgt hat, wenigstens beim Unterbringen. Sie haben vorher von einem Generationsvertrag gesprochen, auch was das Sammeln angeht. Machen Sie sich ein bisschen Sorgen, dass der irgendwann bricht? Weil ich habe ein bisschen den Eindruck, den Jugendlichen jetzt, denen ist Kunst so ziemlich egal. Das fände ich schade natürlich. Ich kann immer wieder junge Menschen kennenlernen, also auch in ihrer Generation, die sich begeistert für Kunst, die in ihren Ateliers, manchmal auch in ihren Wohnungen kreativ tätig sind und die natürlich nicht bei mir im Kunstmuseum gar anfangen können, vielleicht in der Jahresausstellung.
Tatsächlich ist es so, dass, das ist unsere Beobachtung, dass bildende Kunst gerade für sehr junge Menschen eine Schwelle darstellt. Es ist zu bemerken, dass wir einen Kinderclub haben. Das sind Kinder vom Kindergartenalter an bis etwa zur Kantonsschule oder zu der Lehre, also bis etwa 15, 16. Und dann gehen sie weg, zum Teil verlassen sie die Stadt und kommen dann manchmal erst wieder mit ihren eigenen Kindern zurück. Zum Teil mit schönen Erfahrungen hoffentlich, das ist ein gutes Haus. Ich glaube und verstehe das eigentlich auch, obwohl ich als junger Mann leidenschaftlich gerne in Museen gegangen bin. Aber ich habe auch gewusst, andere gehen viel lieber ins Rockkonzert oder gehen viel lieber auf den Fußballplatz oder gehen viel lieber surfen. Oder ich weiß nicht was, andere Aktivitäten. Und Kunst ist etwas, das viel, viel Zeit braucht, Geduld. Es ist etwas, das viel gute Erlebnisse bringt, aber wo man auch sich ziemlich muss treiben geben. Ich glaube, vom Temperament vieler junger Menschen her ist etwas anderes, man fährt erst näher. Ich finde das, durchaus naheliegend. Also ich bin nicht besorgt, vor allem wenn ich eben auch immer wieder Kinder erlebe und dann später, ja, ich bin eben auch schon mal im Kinderclub gewesen, jetzt bin ich wieder da. Also sie kommen auch wieder. Und ich muss prinzipiell sagen, wir sind alle Menschen, alle Generationen gleich lieb. Es gibt da sehr, sehr viele Menschen, es betagte Menschen, die sehr, sehr gerne ins Haus kommen, die sich dann eben auch mit gesellschaftlichen, auch existenziellen Fragen sehr gerne auseinandersetzen, die nicht mehr den Drive brauchen, den man im Sport erleben kann. Also ein Anlass zu kommen wäre zum Beispiel der 1. Juni, da gibt es das Museumsfest. Mhm. Welcher Anlass wird denn genau gefeiert? Wir feiern ganz viel eigentlich. Also zuerst ist es die Vernissage von einer ganz, ganz grossen Ausstellung. Das doppelte Bild ist eine thematische Ausstellung, wo es um Malerei geht. Ich mache die Ausstellung zusammen mit einem Gastkurator, Andreas Fiedler, einem außerordentlich vernetzten, offenen Geist, wo sehr viele auch internationale Leute können an unser Haus bringen. Und das ist allemal ein grosses Fest wert, dass fast alle Künstler aus Deutschland, aus Holland, aus Österreich und selbstverständlich aus der Schweiz werden anreisen. Es ist also fast ein Künstlerfest. Und jetzt vielleicht eben auch die Frage, wird es den Jungen abgefallen? Ich hoffe, es gibt dort dann eben Formen von Drive. Es wird Live-Musik geben, es wird zwei Künstler geben, die auflegen. Es ist gerade so, dass wir bei den Künstlern, die wir ausstellen, auch so den Bereich haben zwischen Musik und bildender Kunst. Jan Anül und Francis Baudouin aus Lausanne sind zwei national anerkannte Disc-Jockeys, die gleichzeitig bildende Künstler sind. Also das wird hoffentlich eine schräge und gute Sache geben. Da gibt es zu essen und zu trinken. Hoffentlich wird es nicht regnen. Also die Wahrscheinlichkeit besteht. Die besteht, aber so irgendwann muss es ja doch wieder mal schonen. Also von dem her, um nochmal vielleicht doch auch auf Ihre Frage einzugehen, wie kann man auch mit anderen Formen umgehen? Es gibt bei uns immer auch wieder Konzerte im Haus, allerdings nicht Rockkonzerte, muss ich sagen, aber zum Beispiel zeitgenössische Musik, wo man versucht, mit Kunst zusammen zu tun. Ich finde überhaupt, dass man so viel wie möglich auch soll ein bisschen aufmachen, wir sollen vernetzen, um zu zeigen, wie nahe eigentlich auch Gebiete zusammenliegen. Bis dort, dass wir bei uns Tanzveranstaltungen machen, zum Beispiel der Oleg Kaufmann, der auch mal bereits bei Ihnen Gast war, er hat einmal mit Kollegen getanzt vor Bilder, ein zeitgenössischer Musiker Stefan Tutt aus Solothurn hat eine Komposition geschrieben und dann haben wir immer wieder mal auch Schriftsteller, die lesen. Jetzt zum Beispiel Peter Stamm, da sind wir natürlich mittlerweile stolz, dass der grosse Peter Stamm bei uns verschiedentlich gelesen hat. Aber da haben wir ein schönes Brückchen zu den Literaturtagen. Also, dass man einfach zeigt, es gibt nicht die Kompartimentierung, da ist die bildende Kunst und da ist die Literatur, sondern man kann die Sachen auch verbinden. Und so bekommt man natürlich neue Segmente von auch jungen Menschen. Also gerade wo der Oleg Kaufmann tanzt, da sind auch eine ganze Reihe von jungen Menschen gekommen, die ihn kennen. Kommen wir noch am Schluss noch ein bisschen zum Privaten. Wie kann man sich das bei Ihnen privat vorstellen? Sammeln Sie selber Kunst?
Selbstverständlich. ich kann es nicht lassen. Es gibt zwar ganz klar, es gibt zwei Arten von Konservatoren, die leidenschaftlich an den Hai sammeln und die sagen, auf gar keinen Fall. Es gibt Leute, die haben weisse Wände, aber es langt mal mit Bildern im Museum. Ich bin wirklich der, der auch daheim etwas muss haben. Und es sind zum Teil natürlich Leute, die ich über meine Arbeit kennenlerne. Früher konnte ich etwa mal auch täuscheln. Das heisst, ich habe einen Text geschrieben und dafür eine Zeichnung bekommen, dass man sich so ein bisschen austauscht hat. Doch für mich sind Bilder eine wichtige Ergänzung. Ich möchte gerne auch um mich haben. Haben Sie auch noch andere Interessen außer Kunst? Gibt es das? Zum guten Glück, doch. Also ich rede fortgesetzt über Kunst, aber zum Beispiel, wenn ich im Ruderboot sitze, nicht, außer du sitzt die Künstlerin im Boot, dann kann es auch vorkommen, dass ich im Ruderboot über Kunst rede. Aber ich rudere zum Beispiel sehr, sehr gern. Das ist ein sehr schöner Sport für mich. Es sind auch sehr schöne Bilder, die ich mit Solothurn verbinde. Also beim Sonnenuntergang Richtung Solothurn zurückrudern. Und zwar im gleichen Takt, also alle ziehen im gleichen Riemen, im gleichen Rhythmus. Das sind sehr, sehr schöne Erlebnisse. Und dann laufe ich sehr gerne, ich wandere sehr gerne. Und Reisen gehört zu meinen grossen Leidenschaften. Kommen wir zu den zwei obligatorischen Schlussfragen. Was wünschen Sie dem Kunstmuseum Solothurn für die Zukunft? Naheliegend. Zuerst, dass es klappt mit dem Kulturgüterschutzraum. Das wäre für unser Haus sehr, sehr wichtig. Und das andere, was ich schon angetönt habe, wäre nicht nur schön beim Aufbewahren der mehr Platz zu haben, sondern vielleicht auch irgendwann einmal, wenn ein reicher Mensch, eine Frau, ein Mann, eine Firma uns ein bisschen viel Geld geben würde, dass man dann auch könnte einmal einen eigentlichen Erweiterungsbau aufstellen. Das wäre ein wunderbarer Wunsch, der könnte sich in Erfüllung bringen. Aber ich bin, glaube ich, jetzt bei dieser Lösung C, also bei der minimal, aber existenziell wichtige Lösung, dass es mit dem Kulturgüterschutzraum klappt. Und für das andere haben wir es nicht verbaut. Das heisst, das System jetzt mit dem neuen Keller ist ein Modularsystem. Wenn man immer noch möchte, irgendwann einmal weiterbauen, dann kann man das nach wie vor ohne weiteres machen auf Südseiten. Und irgendwann hoffe ich, dass es mal gelingt. Aber es braucht Zeit und vor allem Geld, und für eine kleine Stadt wie Solothurn ist das nicht ohne weiteres möglich, da habe ich Verständnis dafür. Was wünschen Sie sich privat für die Zukunft? Ich glaube vor allem, dass man, das klingt sehr ein bisschen altfertig, dass man gesund bleibt. Also mit 56 fängt es überall schon ein bisschen lödeln. Nicht schlimm zum guten Glück, aber es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man den Power hat, dass man morgen gesund aufsteht. Motivation ist glücklicherweise kein Problem. Ich brenne an beiden Enden für Kunst, habe ein wunderbares Team, wo es mir sehr wohl ist. Also von dem her hoffe ich einfach, dass die Kraft und die Begeisterung sich auch weiter fortsetzen, auch dank viel gesundheitlichem Power und auch immer mal wieder einen Ausgleich im Privatleben, obwohl, wie gesagt, Kunst und Leben für mich eigentlich eine Einheit ist. Das kann ich nicht auseinander dividieren. Dann wünsche ich Ihnen, dass die Motivation noch ein bisschen erhalten bleibt und danke Ihnen vielmals, dass Sie heute Abend bei uns vorbeigeschaut haben. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten, und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank!